Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines 2 hier bei Heisenberg zockt. Guck mal, Brummi-Rennen. Ja, das sollte man nicht machen. Nicht mitten in der Stadt, aber okay. Alle schlecht erzogen hier in Florida. Gut, wo sind wir denn stehen geblieben? Ja, beim Setzen, ja, des Gewerbes. Ich habe gerade gedacht, das hatten wir doch in der letzten Staffel ebenfalls, dass die ganze Zeit irgendwie gerufen wurde, Gewerbe, Gewerbe. Ja, wir haben gebaut und irgendwie, das ging irgendwie trotzdem nicht runter. Sagen wir mal so, Gewerbe scheint beliebt zu sein. Hier wird gebaut, sehr gut. Wir könnten eigentlich tatsächlich nochmal auf Tempo gehen, zumindest bis wir wieder irgendwie was machen. Ja, Gewerbe setzen. Allerdings, ich möchte halt nicht übertreiben. Irgendwie 10.000 Gewerbetürme, hier wird ja gerade gebaut, aber da geht halt gar nichts zurück. Hier oben, da könnten wir eigentlich die Infrastruktur noch machen, oder wisst ihr was? Hier haben wir ja noch Platz. Setzen wir hier mal noch Gewerbe hin. So, und wir würden gerne leveln. Ja, da wird auch gleich gebaut. Ist hier auch noch was? Jawohl, hier ist auch noch Gewerbe. Hier neben der Schule, hier ist der Friedhof. Da können wir nicht bauen, das ist klar. Aber hier hätten wir noch mal was, glaube ich. Jawohl, stellt da auch noch mal einen Laden hin. Das ist okay, da kann man auch vielleicht einen Blumenladen. Würde doch passen zum Friedhof. Da kann man dort schön noch mal ein paar Blumen kaufen. Und hier geht es jetzt auch voran. Ja, wir sind immer noch da auf der dreifachen Geschwindigkeit. Hier noch mehr Gewerbe. Eben eine Pufferzone bräuchte man irgendwann dann auch noch. Aber ich denke, jetzt wäre es wahrscheinlich fast eher fällig, dass wir uns mal um weitere Straßen kümmern. Wo machen wir das denn? Was ist denn das Schönes hier? Ich würde das mal stehen lassen. Und vielleicht hier lang. Da haben sie noch nicht gebaut. Ich hoffe, das Dingens dort wird sozusagen erhalten. Ja, ja, das Haus wird erhalten. Oder bleibt erhalten. Es wird nicht erhalten. So, hier machen wir eine Kurve. Damit wir das Ganze eben... Ja, organisch haben. Nicht irgendwie diese kachelförmigen Straßen. Ich muss einfach gestehen, ich mag die halt tatsächlich nicht. So, mit der Straße gehen wir hier rein. Sauber, dann haben wir hier wieder ordentlich Fläche. Möchte hier auch jemand wohnen? Im Moment noch nicht. Ich gucke mal schnell hier. Ich sehe das wieder nicht vernünftig. Gewerbenachfrage, die Industrie geht wieder rauf. Ja, wohnen haben wir tatsächlich gerade nichts. Naja gut, wenn ihr nicht wohnen wollt, ihr müsst nicht. Wir zwingen euch nicht. Ein bisschen davon noch. Genau, die Spezialindustrien. Wie sieht es eigentlich mit dem Geld aus? Ja, wir sind im Plus. Das ist schon mal wichtig. Ich glaube, hier hätten wir noch mal einen ganzen Bereich hier runter. Das möchte ich eben nicht. Deswegen machen wir hier Folgendes. Wir schnappen uns das Teil. Und zeichnen das mal so ein, bis zur Hälfte. Und dann vielleicht sogar Gewerbe schon. Hier haben wir auch noch Platz. Hier können wir auch noch was machen. Ja, wobei die Nachfrage nach Gewerbe ist bereits gestillt. Dann lassen wir das. Nach Industrie. Aber Gewerbe geht nicht runter. Kommt ihr Puffern hier? Hier haben wir ja eh schon ein bisschen was gemacht in Sachen Puffer. Hier einmal so, so. Damit wir gar nicht auf die Idee kommen, hier irgendwie Wohnungen hinzustellen. Die gehen dann eher hier runter. Hier haben wir auch noch einen großen Bereich. Ja, bis hier zur Autobahn. Wie sieht das aus? Ja, wir kommen voran. Doch, doch, das geht. Und hier haben wir wahrscheinlich tatsächlich... Hier haben wir schon wieder nicht genügend Kunden. Da fehlt die Nahrung. Da können wir im Moment noch gar nichts machen, wir haben die Spezialindustrie noch nicht. Da müsst ihr besser importieren, ist die alte Weisheit. Hier aber schön, da kann man dann einen Bahnhof hinstellen, Güterbahnhof zum Beispiel. Der hat dann direkt einen Anschluss, was ist hier Schönes? Die warten auf einen Krankenwagen. Haben wir, glaube ich, die müssen unterwegs sein. Hier ist ordentlich Betrieb. Ich wundere mich immer noch über die vielen Taxis, die wir haben. Ohne dass wir eine Taxizentrale haben. Guck mal hier, das ist Taxihausen. Ist Florida irgendwie bekannt für Taxis, also für gelbe Taxis? Ja, da ist New York. New York City, Manhattan ist da bekannt dafür. Oh, haben wir wieder Stau? Wir haben hier doch eigentlich was gemacht. Ja, das ist hier... Die Straße ist zu schmal. Wir brauchen hier was Vierspuriges, würde ich behaupten. Und zwar... Oh, hier kommen sie halt schon von der Autobahn runter. Leicht in den Stau. Wo machen wir das Vierspurig? Ich würde sagen, ab hier. Mach mal. Können wir das überhaupt schon? Doch, das können wir. Ist das hier vier? Also ja, doch, das ist vierspurig. Doch, doch. Glaube ich genauso, wie ich es haben möchte. Ersetzen. Wo kann man hier fädeln? Ja, da kann man da rausfahren. So müsste das Ganze sein. Zack, einmal gebaut. Und da können wir hier nämlich, guck mal, da können wir sogar dann was ranstellen. Was ist das denn für eine Straße hier, diese eine? Aber guckt mal, das geht. Oh, wir haben es. Sehr gut. Also das hier noch fertigstellen. Das sollte dem Stau helfen. Ist natürlich jetzt hier, ja, ich denke über früh, kurz oder lang, brauchen wir hier eine Brücke. Eine Straßenbrücke, ganz klar. Weil sonst haben wir hier sowieso immer Stau, wenn die immer noch warten müssen, bis die Züge durch sind. Ist auch klar. Warum ist das denn jetzt verlassen? Was gefällt euch denn nicht?
Hier war's. Viel Lärm. Ja, es ist eine Stadt. Leute, wir haben hier nichts, was irgendwie speziell Lärm verursacht. Vielleicht der Kreisel? Ja, keine Ahnung. Nachfrage hätten wir. Wisst ihr was? Wir machen hier folgendes. Wir zonen um. Ne, Uferwohnung brauchen wir hier keine, sondern sowas. Ist das ungezont, wenn wir das so machen? Ich weiß nicht. Ja, wahrscheinlich haben wir hier nicht dicht besiedelt gebaut. Ne, haben wir auch nicht. Bis irgendwo da hinten hin. Das hier ist schon dicht besiedelt. Moment, oder hat es nicht gegriffen? Das ist schon dicht besiedelt. Dann gehen wir halt in die andere Richtung. Dann werden wir hier dünn besiedeln. Wir siedeln hier einfach um. Oder was haben wir hier? Verlassen. Ja, schon. Abbruchreif. Warum ist denn hier auch irgendwie Lärm? Da steht's ja. Viel Lärm minus 1. Und das reicht schon, dass die dann abhauen. Also das ist, ich sag mal, relativ undankbar eigentlich. Gut, wir gehen mal runter mit dem Tempo, weil... das war nicht runter mit dem Tempo, das war die Pause. Weil, was wollte ich denn? Wir haben hier neue Sachen. Guck mal, beim Wasser. Was ist hier neu dazugekommen? Grundwasserpumpstation. Hier ist doch nichts dazugekommen. Abwasser, Abfuhr. Oh, das wollte ich ja mal noch kontrollieren. Unser Loch, was wir gebuddelt haben. Und zwar hier unten. Ist das hier? Jawohl. Hier wird, oh, hier wird fleißig reingepumpt. Guck mal. Und es ist halt wirklich, es funktioniert. Man sieht. Ich weiß nicht, ob das irgendwann voll ist und was dann passiert. Dann müssen wir vielleicht ein neues Loch machen. Weil so schonen wir halt tatsächlich hier unseren Fluss. Weil wenn wir das Teil hier reinmachen, dann ist hier auf... Ja, auf ewig im Prinzip ist hier verschmutzt. Das haben wir schon rausgefunden. Das wird nie wieder besser. Gut, jetzt, was wollten wir? Die Spezialindustrie wollten wir. Ah ja, Stadtteile können wir erstellen. Machen wir das mal zuerst. Das wäre, würde ich behaupten, ja, von hier aus. Von dem Bereich, das wir hier, sag mal, mach mal. Nee, falsch. Ach, das wollte ich hier. Das haben wir ja noch gar nicht. Die Industriespezialisierungsgebiet. Definiert den Bereich der Industriespezialisierung. Habe ich nie genutzt. Ich wüsste nicht, wofür das ist. Die Industriespezialisierung. Spezialisierung, die haben wir hier unten. Hier. Da haben wir sie doch. Hühnchenfarm. Können wir, glaube ich, egal wo. Genau, beliebigem Untergrund. Ich möchte jetzt aber, ich muss gestehen, ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit wieder irgendwie nur Landwirtschaft hier irgendwie machen. Wo machen wir die hin? Wo wollen wir denn die Hühnchen haben? Hier oben. Was ist das hier? Ist das eine Straße hier? Nee, das ist was anderes. Ist das wieder ein Fluss? Wahrscheinlich ist es ein Fluss. Kommt, wir machen mal die Hühnchen hier hin. Das dockt aber wieder nicht an, weil es wieder diese Spezialstraße ist. Müsste ich wieder anders machen. Hier unten wird es andocken. Kommt, hier gibt es eine Hühnchenfarm. Zack, einmal so. Dann gehen wir hier raus. Machen den hier. Mir geht es darum, dass wir tatsächlich Geld verdienen. Mir geht es gar nicht darum, dass wir jetzt hier irgendwie... Ja, dafür sorgen, dass diese Geschäfte alle genügend Kunden haben, weil du kriegst es nicht hin. Also das wissen wir, das haben wir ja wirklich schon mal versucht. Das ist nicht zu schaffen. Dass man da, weiß auch nicht, 1000 Tonnen an irgendwelchen Hühnern und so, das geht nicht. Da bist du nur noch tatsächlich bei der Industrie dran. Also bei der Industrie ging ja noch. Bei dem Agrarding hier. Das macht zwar Spaß, aber nicht 10.000 Mal. Deswegen, es geht darum... Geld zu verdienen, indem wir hier halt Hühnchen oder Eier exportieren, was auch immer. Irgendwas wird sich exportieren lassen. Hier haben wir wieder den Knubbel, den berühmten. Ja, das ist doch ein veritables Feld. Also dann wünsche ich euch frohes Hühnergemache. Hier an der Autobahn. Jetzt haben wir noch was anderes. Kommt, eine zweite, machen wir noch eine zweite Industrie. Würde ich uns noch... Ne, machen wir nicht. Doch, hier Stein hätten wir noch. Weil das ist noch nicht freigeschaltet hier. Die Steinbergbau-Spezialindustrie kann auch an einem beliebigen Ort platziert werden. Okay, dann machen wir hier... Oh, Moment, was macht das? Lehrmittel. Dann würde ich damit aber nicht hier unten was machen. Dann würde ich hier in die Industrie reingehen. Dass wir hier was machen. In die Richtung. So, wir sehen, da haben wir ein relativ großes Gebiet. Oder wir machen dich hier hin. Kommt, wir machen dich glatt hier rein. Dann hast du hier dein maximales Gebiet. Oh, das ist doch cool. Eine Straße gibt es dazu natürlich. Also das gefällt mir dann wieder. Wenn wir jetzt hier tatsächlich mal alles machen können. Erstmal die Straße, bitteschön. Ja, machen wir eine breitere. Würde ich vorschlagen. Wo muss die sein? Da oben. Einmal drehen. Und dann nicht den hier, sondern diesen. Ja, die ist aber ordentlich breit, die Straße. Hängt das so dran? Ja, sehr gut. In die Richtung müssen wir noch nicht. Aber in die würden wir gerne. Und da gehen wir. Hier rein. Ist das eine Straße?
doch. Irgendwie habe ich gerade ein Durcheinander mit was ist hier Straße und was nicht. So, einmal geschustert, sauber, dann haben wir hier den Anschluss in beide Richtungen. Und dann kommen wir hier natürlich noch zum Thema Feld. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier den ganzen Bereich... Ja, die Straße ist natürlich im Weg. Also das geht halt leider sowieso nicht. Wir machen mal so weit wir kommen. Man sieht, das ist ja schon ein großes Gebiet. Also hier können sie Steinchen abbauen ohne Ende. Sehr nett. Wir machen das mal großflächiger und korrigieren dann wieder. Oh, da kommen sie schon, die Bagger und Steinkollegen, die hier Schuften machen und tun. Das hat ja hervorragend geklappt. Gleich nochmal. Ungültige Form. Weil hier wieder ein Knubbel ist? Ja, natürlich. Da ist er wieder, der Knubbel. Also dann zack, irgendwie so. Nachher hinten, es ist trotzdem ein Riesendings. Also das müssen wir eigentlich bei der anderen Landwirtschaft auch machen. Da fehlt uns ein bisschen der Platz, behaupte ich. Ja, da ist wieder was im Weg. Da hinten, wir sehen es. Ah, hier komme ich noch raus. Ne, komme ich auch nicht. Dann komme ich aber hier raus. Ne, komme ich auch nicht. Wie komme ich denn da noch ein bisschen in die Richtung? Geht das gar nicht? Ne, geht gar nicht. Wenn ich hier, den hier? Ne, geht auch nicht. In die Richtung geht's. Ne, Blödsinn, das ist ja dann... das ist dann weniger Feld. Ja, geht auch nicht. Wir müssen nicht übertreiben, ist ganz klar. Hier nochmal ein bisschen Feld. Das nochmal zurückziehen. Bis hierhin geht, okay. Dann kriege ich das. Auch nicht gewuppt. Dann haben wir so einen Zickzack. Jetzt reden sie wieder. War mal so. Dann nochmal zurückziehen. Jawohl, jetzt. So, schnell umstellen hier. Musik. Musik vor allem. Musik. So, dann schauen wir hier nochmal. Das Teil. Ja, jetzt kriege ich es weg hier. Zumindest bis hier hin. Und den kriegen wir da noch hin. Ja. Ja, gefällt mir. Sauber. Ansonsten wäre das hier unser Feld. Das ist relativ groß, aber jetzt können wir doch... Ne, können wir eben nicht. Doch, jetzt geht's. Ja, dann machen wir das. Das war nur der Knubbel, der wieder im Weg war. Hier raus. Bis hier hin. Jawohl, funktioniert. Boah, das gibt ein Riesenstein-Ding. Vielleicht sind wir dann irgendwann die Steinkönige hier. Weil das ist dann doch eine Anbaufläche. Also so groß hatten wir sie tatsächlich noch nie. Nee, aber jetzt nicht, dass das hier... Ich möchte das hier oben haben. Das will ich nicht. Ja, Moment. Kriegen wir auch noch hin, bin ich überzeugt. Überlappend ist egal. Ja, man muss es Step by Step irgendwie ein bisschen draufziehen. Interessante Musik. Höre ich da gerade? Das ist ein bisschen gebastelt, aber jetzt klappt's. So, einmal den, einmal den. Jetzt können wir schnell gucken, wo ist es unruhend. Das geht ein bisschen noch. Das geht hier natürlich markant. Hier noch raus. Ja, und dann machen wir was anderes, weil eben, ihr seht, also da können wir natürlich 10 Folgen machen und sind immer noch nicht viel weiter. Indem wir nur die ganze Industrie hier sozusagen beleben. So, passt. Mal raus aus der Sicht. Jawohl. Hier wird nach Steinen gegraben. Genauso wie das sein soll. Sehr schön. Nachfrage, die ist jetzt überall wieder gestiegen. Wunderbar. Sonst was passiert? Ein Unfall. Jo, da brauche ich nur die Straßenwartung, aber ich glaube, die haben wir auch noch nicht. Die ist irgendwo hier hinten. Was wir aber haben, das sind Punkte 5. Strom müssen wir, glaube ich, nichts machen. Wasser ist im Moment auch okay. Krematorium wäre dann dringend mal fällig. Verbrennungsanlage nehmen wir, lassen wir auch. Die Bildung, das College lassen wir. Wir haben die Sekundarschule noch nicht gebaut. Rettung lassen wir für den Moment noch. Sozialamt brauchen wir eigentlich auch noch nicht. Polizeihauptquartier auch nicht. Was brauchen wir denn am dringendsten? Hier der erweiterte Straßendienst. Da ist er doch. Den machen wir mal. Mal mit Sicherheit. Okay, dann sparen wir die Punkte. Und machen hier so ein Teil hin. Straßenwartungsdienst. Lärm gering. Okay, wohin mit dir? Das ist schon eine interessante Straße. Ich habe schon gesagt, da kann man nicht viel machen. Hier hin. Oder machst du irgendwie massiv Krach? Ich meine, die haben da eh schon ein Lärmproblem. Kommt, das Teil kann auch hier hinten stehen. Das kommt hier hin. Zack, passt das halbwegs? Ja, nee, hier unten bräuchten wir tatsächlich nochmal was. Dann machen wir hier nochmal einen Straßendienst. Dann haben wir 2. Ich denke, das ist eine Investition, die ist okay. Sagen wir hier, zusätzliche Garage brauchen wir im Moment nicht. Machen wir später, das kostet alles nur Geld.
Wie sieht das aus, apropos Geld? 1,9 Millionen bei 15.000 pro Stunde. Mhm. Das ist in Ordnung. Können wir so machen. Da oben haben wir noch schönen See. Gut, jetzt Wohnungen. Haben wir da hier eine Möglichkeit? Ja, in dem Bereich hier können wir tatsächlich Wohnungen bauen. So, wir gucken. Mhm. Nachfrage nach mittlerer Dichte. Das werden wir natürlich gleich mal ausnutzen. Die mittlere Dichte, die haben wir hier. Dann gibt das hier Riegel. Das können wir großflächig machen. Hier zweimal die. Die Parks. Ne, die sind immer noch nicht freigeschaltet. Oder haben wir die hier? Ne, das ist die Vegetation. Aber das kostet, glaube ich, auch. Da müssen wir, müssen wir auch noch ein bisschen aufpassen. Haben wir hier Palmen? Aber warum sind hier keine Palmen drin? Oder Moment, wie kann ich hier noch weiter düsen? Rauf kann ich nicht, runter nicht. Vielleicht kommt hier noch was dazu. Hier gehören doch Palmen rein, wenn wir schon die Florida-Map machen. Hm. Aber ja, vielleicht kommt es ja später noch. Oder vielleicht gibt es eine Mod dafür. Das ist natürlich auch möglich. So, Tempo sind wir wieder auf. Ja, normalem Tempo. Und haben das dünn besiedelte Wohnen jetzt noch. Das machen wir auch. Wohnungen sind immer wichtig. Vielleicht auch, damit wir ein bisschen darauf aufpassen, dass wir, ja, im Prinzip übrige Arbeitsplätze haben, nicht zu viele. Weil sonst stehen natürlich die Fabriken dann leer. Und die Gewerbeteile auch. So, hier gibt es das. Hier in die Richtung haben wir nichts. Und hier müssen wir tatsächlich schon mit einer Straße. Aber hier kann man doch noch wohnen. Jawohl, geht wieder runter, geht wieder runter. Man ahnt es richtig, Gewerbe wollen sie. Gibt es hier nochmal zwei Gewerbe. Und mit Parks und so weiter, da gucken wir dann halt entsprechend später noch, logischerweise. Da müssen wir halt Häuser opfern. Das geht nicht anders. Aber das sieht doch eigentlich schon wieder relativ stattlich aus hier. Gebaut wird ja auch. Hier haben wir zum Glück bereits eine mehrspurige Straße gebaut. Genau, ich wollte mal noch gucken, was ist denn das für eine Straße hier? Das ist irgendwie eine Art Schnellstraße. Die können wir natürlich noch nicht bauen. Das heißt, ich kann das nicht mal kontrollieren. Warum haben die hier gelb? Vielleicht weil es Nordamerika ist. Das ist natürlich möglich. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Aber ist ja okay. Wir können hier halt nicht bauen. Ist nicht schlimm. Bauen wir halt woanders. Ist ja kein Problem. Jetzt haben wir hier noch was Neues. Die Feuerwehr. Ja, die machen wir auch. Was macht die? Auch Krach. Lärm gering. Wo könnte man denn die Feuerwehr hinstellen? Auch hier unten vielleicht. Reicht das dann? Ja, es reicht eigentlich. Doch, doch. Wenn die hier ist. Aber irgendwie zentral wäre besser. Kommt. Feuerwehr. Zack. Einmal hier. Dankeschön. Ausbauen. Da haben wir auch noch Garagenerweiterung. Mhm. Und dann haben wir die Polizei noch. Eine Polizeiwache. Die kommt hier hin, würde ich sagen. Macht die auch irgendwie Krach? Lärm gering. Dann ist die Polizeiwache. Zack, hier. Dann sollten wir, glaube ich, da auf der sicheren Seite sein. Wir können mal schnell grundsätzlich gucken, wegen Wasser. Völlig okay. Wasserhandel haben wir noch keinen. Da müssen wir noch gucken, dass wir mit den Wasserröhren noch rausgehen aus der Map natürlich. Kommt, das schauen wir uns eh gleich mal an. Wasser haben wir hier, nicht das Abwasser. Wir brauchen tatsächlich nur das Wasser. Wo geht es am schnellsten zur Map raus? Hier unten. Haben wir das nicht eh gemacht? Hier. Das geht doch raus. Warum funktioniert hier der Wasserhandel nicht? Die Menge an Wasser, die importiert, gibt es ein Defizit in der lokalen, muss die Stadt, das ist klar, ja. Überschuss kann das Wasser gegen Gewinn an benachbarte Städte verkauft werden. Das ist doch das Wasser hier unten. Hier, das Blaue. Nein, ich möchte keine Röhre bauen. Geht ins Wasser rein. Das darf vielleicht nicht ins Wasser rein. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Wo ist hier die andere? Das andere Ende? Irgendwo hier oben. Das hier ist nicht mal angeschlossen, sehe ich das richtig? Haben wir gar kein Abwasserding? Doch. Was denn das? Ich gehe mal raus. Ach, das ist eine Straße. Okay, die geht hier rauf und dann geht sie hier nicht weiter. Das haben sie schon mal provisorisch gemacht. Wasser haben wir hier aber keines. Leute, wir gucken in der Folge von morgen, ob wir das Wasser exportieren können. Können wir mit Sicherheit. Und wir haben genug Wasser. Also wir können hier auch noch nachschöpfen. So, dass wir das Wasser auch exportieren können. Ansonsten sind wir gut vorangekommen. Wir haben knapp 2000 Leute. Und wir haben ein erstes neues Gebäude. Polaris Suiten. Die Anrainer werden die Atmosphäre dieses geschmeidigen, luxuriösen Gebäudes lieben. Bauen wir doch noch schnell. Spezialgebäude. Das haben wir hier. Für Wohlbefinden in einem Umkreis von 1 Kilometer. Wo haben wir viel Gewohne? Hier. Wir stellen dich hier hin. Da wird dir später dann auch noch gewohnt. Batz, und dann haben wir hier das erste Spezialgebäude. Sehr schön. Sieht da auch gleich staatlich aus. Wir gucken uns das mal so an, weil die Mods laufen wieder.
Das funktioniert alles. Nur jetzt eben, ja, guck mal, wo sie uns jetzt wieder rausgeschmissen haben. Ja, wir können hier mal in Ruhe eigentlich auch den Friedhof noch uns ansehen, würde ich sagen. Machen wir morgen, wenn ich dran denke. Und hier ist dieses neue Gebäude. Ja, das sieht schon cool aus. Also die, ich habe schon mal gesagt, die Modelle sind halt schon schön. Tatsächlich von City Skylines 2. Das ist eine Augenweide. Anders kann ich es nicht sagen. Also, das sieht schon top aus. Ja gut, liebe Freunde, dann machen wir hier einen Break. Danke euch fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Dann werden wir hier fleißig weiterbauen. Macht's gut, bis morgen. Tschüss, bye bye.